Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich hier für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollen wir heute wieder so ein kleines Opening-Event basteln. Ich bin wieder auf der Windica unterwegs und ihr merkt schon, Shadowlands kommt mir noch schwer über die Lippen. Aber ja, der Pre-Patch ist seit ein, zwei Tagen raus und wir wollen jetzt hier ein bisschen gamblen. Ich will die Xavier-Schultern haben, hier beim Argonit-Händler. Und ich war wieder fleißig, habe mir ein bisschen Argonit zusammengesammelt. Und mit dem Twink können wir uns jetzt gleich zwei Schultern holen. Immer ein bisschen aufpassen, dass ich mich nicht versehentlich wieder die Kapuze hole. Das mag ja schon mal vorgekommen sein, dass ich mir versehentlich das falsche Item geholt habe. Und wichtig ist jetzt, dass hier gleich die Xavier-Schultern rauskommen. Ah, verdammt, das erste war schon mal nichts. Das zweite. Oh, die sahen jetzt halt schon mal richtig gut aus, ne? Aber das sind die Schurkenschultern. Ich dachte mir schon fast, dass es die sein könnten. Schade, schade, schade. Aber die habe ich auch schon. Ist sogar hochgerollt, ne? Auf 600 Item Level. So gut wie das Zeug aus Uldir. Schade. Okay, das war hier schon mal nix. 2 von 10 Nieten haben wir schon mal. Dann loggen wir mal um. Könnten halt. Nee, ist nicht besser als die Sachen, die ich anhab. Eieieiei. Warum kriege ich sie nicht? Ich hoffe, dass sie jetzt bei den 10 Stück dabei sind. So, dann loggen wir mal hier auf den Telachar. Und mit dem zweiten Account bin ich auch schon mal eingeloggt. Dann probieren wir hier mal nochmal. 2 Stück können wir uns tatsächlich kaufen. Eins, zwei. Komm, jetzt, Xavier Schultern. Go, go, go. Ach, fuck, was ist denn das? Ein Legendary. Das hat mir auch noch eine Vorlage gegeben. Warum kriege ich denn eine scheiß Legendary raus? So ein Kack. Wahrscheinlich hätte man sich damals gefreut, wenn man Legendary rauszieht, ne? Aber ich hab doch eigentlich alle. Ach, das ist ein Monk Legendary. Jetzt check ich's. Stimmt, die habe ich natürlich nicht alle, ja, richtig. Ja, gut, okay. Haben wir zumindest eine Vorlage mehr. Und das war leider auch nix. Wahrscheinlich kann man die Legendary-Teile noch nicht loswerden. Nee, die kannst du nicht verkaufen. Naja, okay. Die tun wir mal runterpacken. Vielleicht können wir sie mal irgendwo anders verwenden. Ich dachte, für einen kurzen Augenblick dachte ich, da sind sie, ne? Weil das Geräusch kam, aber das war leider nichts. So, dann loggen wir mal hier ein. 4 Stück haben wir jetzt durchgehauen. Eine Legendary-Schulter haben wir zumindest. Dann können wir hier nochmal eine kaufen. Nummer 5 müsste das sein. Das sind die Xavier-Schultern! Yes! Ich hab's jetzt echt nicht geblickt. Da sind sie einfach. Das sind sie, oder? Ne? Ja, das sind sie. Nice. Jetzt war ich gerade ein bisschen auf der Leitung gestanden, ne? Ich war zuerst so, warte mal, ist schon wieder irgend so ein Crap? Nice! Da sind sie! Okay. Hier, Galadin, Kuss geht raus an dich. Hast es doch recht gehabt. Er hat mir gesagt im Stream, da kommen sie und hier sind sie einfach. Nice! Da sind sie. Gut, jetzt hier mit dem Set sieht es natürlich total kacke aus, weil der Char irgendwas anhat. Aber die Schultern an sich sind natürlich sehr nice, ne? Also mit den richtigen Items kombiniert, ist das eine schicke Angelegenheit. Das sind schon coole Schultern, definitiv. So, Leute, was wir jetzt machen, ist, wir loggen jetzt trotzdem noch die anderen Chars durch und machen die 10 auf jeden Fall noch komplett, beziehungsweise hauen jetzt noch alle Ressourcen raus, einfach weil wir es jetzt dann eh nicht mehr machen müssen. Und ja, jetzt habe ich die Xavier-Schultern und ein Legendary abgegriffen, den Skin auch noch. Gut, die Legendary-Skin ist jetzt nichts Tolles, aber haben, ne? Kann man den. Vielleicht kriegen wir jetzt nochmal die Xavier-Schultern raus. Jetzt können wir hier nochmal 2 kaufen. Vielleicht sind sie ja nochmal drin. Das freut mich. Muss ich hier zumindest nicht mehr her. Einen ganzen Abend hier habe ich jetzt LFR gebastelt. In Dazar'alor. Und war nur eine Enttäuschung dabei. Und hier haben wir zumindest jetzt mal noch was gekriegt, ne? Das freut mich immer, wenn man so den Abend ausklingen lässt mit einem Erfolg. Das hat immer was. Gut, dann muss ich sie verkaufen, dass ich's, ja, ich glaube, ich hau sie mal weg, dass es das auch lernt. Wobei, es müsste ja eh safe sein. So, wir loggen jetzt die anderen Chars noch kurz ein und gucken, vielleicht ist noch was dabei. Und jetzt muss ich mal gucken, hier haben wir noch 2, genau. Und dann schauen wir mal. Vielleicht gibt es ja ein zweites Mal die Xavier-Schultern noch. Es war ja auch bei dem Angelvideo, falls ihr das noch nicht gesehen habt, so dass ich dann bei dem Try, wo ich die letzte Angel rausgekriegt habe, waren dann auf einmal zig andere Sachen mit drin. Also da habe ich dann x-mal die andere Angel noch gekriegt, wo ich mir dachte, das gibt's doch nicht, ne? Wenn du Luck hast, dann kommt's halt richtig. Dann kommt's richtig. Aber das Schöne ist,
Wir haben jetzt damit eigentlich nochmal ein Opening-Event zu Ende gebracht. Ne? Ich hatte jetzt am Ende von BFA, beziehungsweise jetzt ist ja schon Anfang Shadowlands, ja, hier war nichts drin, habe ich ja einige Opening-Events angefangen. Und so nach und nach kann ich so das ein oder andere abschließen, das freut mich. Ne? Also das Angelding haben wir abgeschlossen, Archäologie haben wir jetzt noch offen, aber da sieht es auch schon sehr, sehr gut aus. Und ja, ich denke mal, bis dann das Addon wirklich live geht, müssten wir mit allem durch sind. Zumindest hoffe ich das. So, hier war leider auch nichts drin. Hauen wir das mal noch weg. Das Gute ist, ich muss jetzt nicht mehr auf Argus farmen und das freut mich richtig. Nicht, dass das sehr, sehr ätzend wäre, aber es ist halt langwierig, ne? Man muss ja dann immer drei von den Invasionsportalen spielen, dann X-Rares umboxen. Es zieht sich schon ein bisschen, wenn wir ehrlich sind. Also, das ist halt viel Time-Investment, das man hier mit dabei hat. Und wenn ich das aus meiner imaginären Liste streichen kann, ist es schon ganz cool. So, jetzt loggen wir beim letzten Char noch ein, hauen das 10. Ding jetzt noch raus, dass der Titel nicht lügt, ne? Also, dass wir wirklich 10 Teile aufmachen. Und ja, damit haben wir auch übrigens den Beweis erbracht, weil einige meinten, ja, die Xavier-Schultern droppen da gar nicht. Offensichtlich, sie können da droppen, ne? Sie sind bloß im All the Things nicht drin und ich glaube, auf WoW Head ist das auch nicht verlinkt. So, die letzte Schulter. Gut, da war nichts mehr drin, aber die Schultern haben wir ja, die Xavier-Schultern. Ja, und damit sind wir, wie gesagt, am Ende der Opening-Reihe hier mit Argonith auf der Vindica. Hat mich gefreut, dass ihr bis zum Ende dabei wart. Und ja, dann sehen wir uns bei den nächsten Opening-Geschichten. Euer Tela, bis dann. Ciao.